Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jens Raum und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Trading. Und heute geht es mal um den großen Blick von oben. Ne? Also auf was sollte man denn auch bei Investments achten? Worauf achte ich? Ich kann ja immer nur aus meiner Perspektive heraus sprechen. Und warum ich gerade auf dieses Thema komme, das zeige ich euch jetzt mal hier ganz zu Beginn dieses Videos. Guckt mal. So, ich bin nämlich gerade in Hamburg und da gibt es ein wunderschönes Hotel, das Empire Riverside. Und schaut mal, was ich hier für einen mega Ausblick habe. Ist das nicht der Hammer? Ich gehe mal mit euch hier ein bisschen rüber. So, und ihr seht also hier richtig toll unten die Elbe. Wenn man hier nach hinten schaut, sieht man die Elbphilharmonie. Hier unten, ne? Also richtig, richtig cool ist das hier. So, mal gucken, ob wir das ein bisschen größer bekommen. Jawohl, hier seht ihr ein Dock. Blommenfoss. Da liegt gerade hier so ein großes Schiffchen drin. Und ihr seht, das ist hier von, ich mache auch nochmal von unten, oder beziehungsweise nach unten. Und ihr seht hier, das ist von relativ weit oben aufgenommen. Und zwar genauer gesagt aus dem 19. Stock. Und dieser Blick von oben, der ist ganz, ganz wichtig. Ihr habt also gesehen, dieser Blick von hier oben, der ist wirklich fantastisch und ich muss zugeben, ich bin ein riesen Wolkenkratzer-Fan. Ne? Also ich schaue das unheimlich gerne, ich mag solche hohen Gebäude. Jetzt ist das hier noch kein Wolkenkratzer, aber immerhin dann doch schon ein sehr schön großes Gebäude. Und aus solchen Gebäuden nach unten zu schauen, das ist schon sehr, sehr toll, weil man eben so einen Überblick bekommt. Und wenn man so einen Überblick hat, das hilft ja vieles viel klarer zu sehen. Wenn man eben jetzt zum Beispiel aus so einem Gebäude hier schaut, dann sieht man eben hier jetzt aktuell den gesamten Hafen. Wenn ich hier so ein bisschen jetzt hinter die Kamera auch schaue, dann sehe ich eben, hier drüben wird Musical gespielt und hier hinten legen die Frachter an, da unten ist ein Dock, da wird gebaut. Hier hinter mir, da ist dann die Reeperbahn, hier unten ist in diese Richtung ist der Fischmarkt. Und so weiter. Das heißt, man sieht das große Ganze. Ne? Man sieht nicht immer nur ein Stück, wie wenn man so durchläuft. Und das ist natürlich durchaus wichtig, weil wenn man eine Stadt zum Beispiel erkunden will, dann ist es natürlich immer gut, nicht nur durch eine einzelne Straße zu laufen, sondern als allererstes mal die Stadt versuchen als Ganzes zu erkennen. Ne? Deswegen lohnt es sich ja auch am Anfang, zum Beispiel, wenn man in einer fremden Stadt ist, wo man noch nie war, so eine klassische Touri-Busrundtour zu machen, um erstmal alles kennenzulernen und dann sagen, okay, jetzt gehe ich dahin und dahin und dahin. Und beim Investieren ist es im Grunde genommen genauso. Viele Investoren, viele Aktionäre, viele Trader und so weiter, die fangen mit den Kleinigkeiten an, bevor sie den Blick aufs große Ganze haben. Machen wir das mal am Aktienmarkt fest. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, du möchtest in den Aktienmarkt investieren, irgendwann kommst du ja auf diese Idee und sagst, du möchtest Aktien kaufen, dann haben die meisten gar keine richtige Grundvorstellung, warum sie denn das überhaupt tun, ne? Sondern sie sagen, okay, da kann man Geld verdienen. Aber sie fragen sich zum Beispiel gar nicht, warum kann man denn Geld verdienen im Aktienmarkt? Also was ist denn der Sinn dahinter? Der Grund ist doch nicht, dass man sagt, ich kaufe jetzt irgendeine Firma. Hier mal gleich noch ein bisschen Produktwerbung, leider nicht bezahlt, sondern ich muss es selber bezahlen. Warum steckt denn eine Aktie wie Coca-Cola, die übrigens gerade an einem 52 Wochen tief ist, ne? Also die ist alles andere als gestiegen in den letzten 52 Wochen. So, aber warum will man sich denn an Firmen wie Coca-Cola oder an irgendwelchen anderen Firmen beteiligen? Letztendlich geht es doch darum, dass man sagt, okay, wir leben in einer Welt, wo die Wirtschaft wächst, mal schneller, mal langsamer. Und wenn ich mich an diesem Wachstum beteilige, indem ich Anteile an Unternehmen kaufe, dann wird mein Kapital, was ich darin investiere, eben auch wachsen. So. Und das ist erstmal so ganz, ganz, wirklich ganz simpel gesagt, der übergeordnete Blick. Ne? Ich beteilige mich an Unternehmen, weil ich davon ausgehe, dass die Wirtschaft wächst. Und zwar jetzt nicht, ob sie jetzt im nächsten Quartal wächst oder ob sie im nächsten halben Jahr wächst, sondern weil sie langfristig betrachtet wachsen wird durch verschiedenste Dinge. Können wir gleich nochmal darüber sprechen. Und dann sage ich, okay, da möchte ich einfach mein Geld investieren. Wenn ich eben sage,
ich möchte mein Geld aufs Sparbuch legen, weil ich da irgendwelche Zinsen bekomme. Naja, wie soll denn das wachsen? Na, dann muss ich eine ganz klare Vorstellung haben und dann ist das schon wieder sehr stark detailbelastet, denn da muss ich sagen, okay, ich gehe davon aus, ich lege mein Geld aufs Sparbuch und dann bekomme ich immer mehr Zinsen dafür. Aber ihr wisst ja, ne? Zeigt mir den Milliardär, der sein Geld auf dem Sparbuch verdient hat. Und ihr werdet keinen finden. Wahrscheinlich nicht mal einen Millionär. So, und wenn man sich aber eben an der Wirtschaft beteiligt, dann hat man die Chance, dass man damit Geld verdient. Und zwar warum? Warum soll denn eigentlich die Wirtschaft längerfristig wachsen? Also was sind so die Gründe, warum die Wirtschaft überhaupt wachsen sollte? Und einer der Gründe ist ja beispielsweise, dass man sagt, okay, weil momentan die Weltbevölkerung noch wächst. Das ist ein ganz klarer Grund. Wir waren mal irgendwann 6 Milliarden, dann waren es 7 und vielleicht irgendwann werden es mal 8, 9 oder 10 sein. Und diese mehr Menschen, die werden natürlich alle irgendetwas verbrauchen. Die werden Lebensmittel verbrauchen, die werden Kleidung brauchen, die werden Energie brauchen und all das muss produziert werden. Und diese mehr Menschen, die das alles benötigen, weil wir eben als Weltbevölkerung wachsen, egal ob nun jetzt in den Entwicklungsländern oder in der sogenannten westlichen Welt, wo auch immer, das ist eine Idee, warum die Wirtschaft wachsen muss. Zweiter Grund ist zum Beispiel technologische Veränderungen. Gerade wir hier in Deutschland, wir haben ja da alle immer so ein bisschen Angst davor. Und da sagt man ja jetzt auch, ja, die ganzen Computer, die jetzt kommen, die nehmen uns alle die Arbeit weg und dann hat niemand mehr was zu tun. Ne? Ich persönlich glaube das ja nicht, weil letztendlich, was früher vor 30 Jahren wahrscheinlich noch 10 Sekretärinnen auf einer Schreibmaschine geschrieben, jeweils auf einer Schreibmaschine geschrieben haben, das kann halt eine oder zwei Sekretärinnen in einem Computer machen und die anderen 28 sind jetzt aber auch, haben auch alle Jobs gefunden. Ne? Also das heißt, ich glaube nicht daran, dass wir demnächst alle arbeitslos sind, sondern im Gegenteil, da werden sich neue Jobs auftun, wird es andere Dinge geben, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Aber durch diesen technologischen Fortschritt, durch diesen technologischen Wandel, den es immer schon gab, ne? Wir tun ja, manchmal wird ja gerade so getan, als hätte es früher keinen Fortschritt gegeben, aber es hat immer schon Technologie gegeben. Bloß damals hieß die eben nicht Facebook, Apple, Amazon oder sonst irgendwie, sondern selbst hier Coca-Cola war vor 100, keine Ahnung, 130 Jahren oder wann die gegründet wurden. Auch die waren damals technologischer Fortschritt. Warum? Weil eben jemand ein Getränk in eine Flasche reingepackt hat und es dann verkauft hat. Das gab es vor 150 Jahren oder vor 200 Jahren noch nicht. Da ist man losgegangen und hat irgendwie sich sein Getränk, was weiß ich, mit seinem Krug zum Wirt gegangen und hat sich da sein Bier geholt oder man hat eben Wasser getrunken oder sonst irgendwas und irgendwann hat man es dann in Flaschen gepackt. Das war gegenüber dem vorherigen ein riesiger technologischer Vorsprung. Ne? Heute ist das alles Old Economy und nichts Besonderes mehr, weil wir es so gewohnt sind. Und aber genauso ist es ja heutzutage, wenn man sagt, okay, unsere Kids wachsen auf und wissen manche Dinge gar nicht mehr. Meine Kinder gehen selbstverständlich mit einem Smartphone um, mit einem iPad. Mein Kleiner, der ist 5, der weiß, wie man ein Handy bedient, wie man da YouTube-Videos abspielt, wie man da Fotos findet. Ne? Das ist für die vollkommen normal. Das heißt, dieser Fortschritt, dieser technologische Fortschritt schafft natürlich jetzt wieder neue Möglichkeiten und auch das bringt die Wirtschaft wieder zum Wachsen. Aber insgesamt als Gruppe, die Wirtschaft als Ganzes, die wird natürlich weiter wachsen. Firmen werden neu entstehen, Firmen werden pleite gehen. So ist es halt nun einmal. Und das ist der Punkt, warum wir investieren können. So, und jetzt, was hat das zu tun mit diesem Blick von oben? Ja, ganz einfach, das hat halt was damit zu tun, dass die, oder worauf will ich hinaus? Viele machen sich viel zu viel Gedanken, in was sie für Aktien investieren, als sich ums große Ganze Gedanken zu machen. Also wenn du jetzt beispielsweise sagst, ich investiere heute in, sagen wir mal Technologieaktien. Okay, ich investiere jetzt heute in Technologieaktien. Dann, warum machst du das? Die meisten sagen dann, weil Facebook das macht oder weil Amazon das macht. Aber eigentlich musst du sagen, okay, ich investiere deswegen in neue Technologien, in Social Media und in alles, was es halt alles so gibt, weil das momentan zu einem Umbruch in der Wirtschaft mit sich bringt, weil das momentan so eine extreme Verbreitung mit sich bringt, weil es neue Dinge sind. So, und ich nehme dieses Video jetzt, weil ich hier im Hotel bin, mit einem Smartphone auf. Und vor 10 Jahren,
weiß nicht, wann das erste iPhone rauskam, aber da war das noch was ganz, ganz Neues. Heute ist das mittlerweile mega verbreitet. Und wenn du diesen Trend erkannt hast, dann war es eigentlich egal, in was du da investiert hast. Hauptsache, du warst eben dabei. Und viele machen sich viel zu viel Gedanken darüber, in welche einzelne Firma sie investieren sollen, anstatt zu sagen, ich investiere in Technologie, weil das und das passieren kann. Ich investiere in Lebensmittelhersteller. Warum? Weil wir eben immer mehr Menschen werden. Ich investiere in den Bereich Pflege, weil wir immer älter werden, gerade in der westlichen Welt. Ne? Ich investiere in Elektroautos. Warum? Weil das nun mal einfach der Trend der Zukunft sein wird. Und daher müssen wir ganz einfach, oder das ist meine Empfehlung, ne, wir müssen es gar nicht, aber es ist meine Empfehlung, macht es definitiv Sinn, wenn wir sagen, wir schauen immer mal wieder von oben auf etwas, also warum machen wir denn das überhaupt, warum wollen wir uns da beteiligen, als zu sehr auf die einzelnen Aktien zu schauen. Und der Grund ist folgender, momentan geht es ja an den Aktienmärkten eher ein bisschen nach unten. Und das heißt, es ist auch manchmal ein bisschen schmerzhaft, ne, dass man sagt, oh, jetzt habe ich hier eine Aktie gekauft, bleib mal bei Facebook, ne. Ihr wisst, ich habe meine verkauft und ich will die aber auch, würde die auch durchaus wieder zurückkaufen, aber das ist schon sehr, sehr im Detail. Wenn man aber grundsätzlich jetzt sagt, okay, ich habe jetzt Aktien und ich verkaufe vielleicht mal in so einem Kursrückgang mal 10%, aber 90% meiner Aktien behalte ich. Warum? Weil ich sage, okay, diese grundsätzlichen Dinge, die Wirtschaft wird wachsen und ich will daran beteiligt sein, die ändern sich doch nicht, wenn eine Aktie mal 10, 15 oder 20% fällt. Also deswegen werde ich doch nicht mein grundsätzliches Denken über den Haufen werfen, weil ich sage, ich will nicht mehr in Aktien investieren. Oder wenn man jetzt, wie ich, Optionen viel handelt und da gibt es jetzt gerade mal eine Phase, wo es nicht so gut läuft, dann sagt man doch jetzt nicht, ich schmeiß das Ganze über den Haufen, weil es jetzt gerade mal nicht mehr mal 2 Monate lang ein bisschen schwieriger war. Sondern da habe ich ja auch den großen Blick und sage, ich mache das aus den und den und den Gründen. Ich habe quasi von oben auf den Markt geschaut. Ich sehe, da ist eine positive, grundsätzliche Chance für mich. Also versuche ich diese Chance natürlich auch entsprechend zu nutzen. Und ich glaube ganz einfach, wir als Investoren sollten uns viel, viel mehr Gedanken machen um das große Bild, quasi den Blick aus dem Hochhaus nach unten, als sofort unten in der kleinen Gasse loszugehen und sagen, ah, das ist ein gutes Haus oder das ist ein gutes Haus. Ne? Bezieht es jetzt einfach auf die Aktien. Und der einzige Grund auch, warum wir das machen sollten, ist, um uns in diesen Phasen, wo es mal nicht so gut läuft, davor zu schützen, uns vor uns selbst zu schützen. Weil wir Menschen sind nun mal alle, hier wieder platzieren, ne? Kauf Coca-Cola, habe ich auch ein paar Aktien. uns davor zu schützen, wirklich vor uns selbst, weil wir sind nun mal nicht konzipiert für die Kapitalanlage. Wir jubeln, wenn es nach oben geht, sind aber zu Tode betrübt, wenn es nach unten geht. Wir bedauern Verluste viel mehr, als dass wir Gewinne bejubeln. Wir bewerten einen gerade erfolgten Kursrückgang viel, viel höher als einen Kursanstieg, wo wir vielleicht jetzt jahrelang viel Geld verdient haben. Also das heißt, der Mensch ist von seiner Natur aus nicht unbedingt so prädestiniert, um erfolgreich an den Aktienmärkten tätig sein zu können. Und da hilft es eben, den Blick aufs große Ganze zu haben. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, macht das auch mal. Schreibt euch mal auf, warum wollt ihr denn überhaupt am Aktienmarkt dabei sein? Also was ist denn eure Motivation dahinter? Und wenn da nur steht als Motivation, ich will Geld verdienen, dann ist das okay. Aber ihr solltet euch noch mit dann Gedanken machen und sagen, warum glaube ich denn, dass ich am Aktienmarkt Geld verdienen kann? Also was ist denn der Grund, warum Aktien steigen? Was ist denn der Grund, warum ich in einem bestimmten Land investieren möchte? Was ist denn der Grund, warum ich in einer bestimmten Branche investieren möchte? Und nur eine Aktie zu kaufen, weil man denkt, die steigt, ist immer ein falscher Grund. Ne? Genauso wie es ein falscher Grund wäre, zu sagen, ich kaufe eine Aktie nur, weil sie jetzt gefallen ist. Sondern man muss immer von oben anfangen und sagen, okay, jetzt gehe ich nach unten. Und das von oben nicht unbedingt so als Analyseansatz, sondern um sich selbst im Kopf klar zu werden, dass ich das mache, um dann in den manchmal auftauchenden schwierigen Phasen doch ein bisschen entspannter sein zu können. Okay? Das war's für heute. Wir sehen uns dann in den nächsten Tagen etwas unregelmäßiger. Je nachdem, ihr wisst, ich bin ja dann in den USA auf unserer kleinen Reise von Chicago nach Omaha, nach New York. Wir werden uns immer mal melden, wo es auf jeden Fall
jeden Tag was zu sehen geben wird. Das ist bei Instagram, also schaut da rein, Jens-Rabe, ihr habt es ja auch gesehen. Instagram wird also, da werde ich jeden Tag Insta-Stories machen, weil das ist halt viel einfacher, als immer hier ein YouTube-Video aufzunehmen und dann rüber zu schicken und schneiden zu lassen und so weiter. Deswegen schaut auf Instagram, aber wir werden natürlich auch von da mal das eine oder andere Video schicken und hinterher gibt es sowieso coole Vlogs und so weiter und so fort. In diesem Sinne, euch noch ein schönes Wochenende, wir sehen uns dann wieder, ja demnächst. Also, bis dahin, tschüss, servus, macht's gut und behaltet euch den Blick von oben. Ciao, ciao.